Hallo, ich nehme mich heute wieder mit durch meinen Alltag. Da, Elisa, versteckt sich ja ein bisschen hinten. Ich habe mir eben gerade die Haare gewaschen. Könnte sein, dass sie noch so ein bisschen aufgeplustert aussehen. Das ist immer so nach dem Föhn. Die müssen sich erstmal legen. Foundation habe ich mir auch aufgetragen. Den Rest mache ich später. Ich war nämlich gerade dabei, eigentlich Wäsche zu machen, beziehungsweise den gesamten Haushalt. Hier sieht es wieder aus. Ja, das ist so ein typischer Montag, weil am Wochenende mache ich ja nichts, also beziehungsweise fast nichts. Da möchte ich dann auch frei haben, so wie der Rest der Familie, damit wir alle zusammen was unternehmen können. Deswegen sieht montags der Wäscheberg auch dementsprechend aus. Tada! Und das ist noch nicht alles, denn eine Fuhre ist schon hier drin und schon fertig. Ich habe ja eigentlich keinen Wäschetag, aber meistens fällt das halt so auf den Montag. Elisa möchte auch was erzählen. Oder einfach nur in die Kamera grinsen. Das geht auch. Elisa hat heute auch schon einen Marathon hinter sich. Heute Morgen war nämlich Kinderarzttermin zum Impfen. Die dritte Dreifachimpfung hat sie jetzt hinter sich gebracht. Die zwei Piekser links und rechts in die Oberschenkel rein. Es hat richtig doll gezwickt. Danach ist sie dann zur Spielgruppe. Heute war nämlich der zweite Tag der Eingewöhnung. Das hat sie auch super gemacht. Was machst du da, Elisa? Ich versuche da oben reinzuschauen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich mache es so ein bisschen tiefer. Kannst du besser gucken, ja? Bei der Eingewöhnung heute bin ich auch noch mal da geblieben. Die machen nämlich so eine ganz langsame Eingewöhnung, was ich auch super finde. Dann können sich die Kinder ganz langsam dran gewöhnen. Meine dunkelblaue Wäsche ist fertig. Und als nächstes die schwarze Wäsche dran. Habe ich nämlich schon alles vorsortiert. Ich mache das ja immer weiß, dann bunt, aber bunt auch noch mal in hellbunt und dunkelbunt und dann noch mal natürlich ganz normal schwarz und weiß. Johann ist jetzt gerade noch oben, macht seine Hausaufgaben. Clara muss ich gleich abholen vom Kindergarten. Justus ist im Moment beim Friseur. Ich habe ihn heute mal dahin geschickt. Mami! Ja, was ist? Ja? Du möchtest auch sprechen? Ja, kannst du ruhig machen. Oder möchtest du nur zeigen, wie du dein Keks isst? Das ist so ein fluffiges Knäckebrot. Ich mag sie ganz gerne kauen. Justus ist beim Friseur, da wo ich sonst immer hingehe. Ich habe ihn jetzt mal dahin geschickt, ohne dass er wirklich weiß, was gemacht wird. Das haben wir auch noch nie gemacht. Ich habe aber der Christine vorher gesagt, wie ich das haben will. Ich habe ihr auch so ein Foto gezeigt. Und dann habe ich ihr gesagt, mach ihn bitte genauso. Es wird auch nicht nur Schnitt gemacht, sondern auch Farbe. Also wirklich das Rundumprogramm. Bin richtig gespannt, wie er aussieht, wenn er nach Hause kommt. So, mein Ei habe ich jetzt auch rausgeholt. Das ist ja mein Waschpulverersatz. Und das ist auch noch komplett voll. So sieht das aus. Es sind diese kleinen Kugeln drin, so Mineralien. Ich mache immer einfach die komplette Wäsche rein. Dann mache ich mein Ei hier rein. Weil das jetzt schwarze Wäsche ist, schmeiße ich noch so ein Wäschetuch rein in schwarz. Das soll ja auch noch mal die Farbe stärken und dann nicht so schnell ergräuen lassen. Das kommt jetzt einfach auch hier mit rein. Noch nicht drücken, Elisa. Wir müssen noch ein bisschen was füllen. Hier kommt dann noch Antikalk rein. Das habe ich hier in der Ecke. So. Und was ich auch noch habe, ist ja extra schwarzes Waschmittel. Das finde ich auch ganz gut. Also davon kippe ich auch noch mal immer was rein. Ich finde, seitdem ich das mache, sehen die Farben einfach schon viel besser aus. Auch nicht zu viel, weil eigentlich habe ich ja mein Wäscheei. Das soll einfach nur die Farbe ein bisschen stärken. Nicht drücken, Elisa. Nicht mal drücken. Ich mache dann immer auf 40 Grad Wäsche. Ganz normale 40 Grad Wäsche. Und beim letzten Mal hatte ich ja gemeint, das dauert dann immer so lange. Hat mir jemand gesagt, ich soll doch diesen Knopf hier drücken, nämlich Speed Perfect. Und dann sitzt nur noch eine Stunde. Und das wird aber genauso sauber. Es ist halt nur, ja, ich glaube, nicht so stromsparend. So, jetzt kannst du drücken, Elisa. Da. Willst du da drücken? Super. Elisa hilft auch immer mit beim Wäschemachen. Dankeschön, mein Schatz. Wäsche. Ja, das ist das Wäscheei. Das guckt ein bisschen raus. Das Ei. Das ist schon richtig so, Elisa. Die ist jetzt frisch, das hänge ich jetzt einmal auf und verteile das eben auf Trockner oder Aufhängen. Dann der Rest muss noch gewaschen werden. Ich denke, das sind noch 1, 2, 3, vielleicht 4. Dann bin ich aber auch durch. Elisa, Vorsicht! Einmal zurückgehen. Also meine Lieblingsbeschäftigung ist Wäsche machen nicht. Aber ich finde, das ist noch von allen Haushaltssachen, die man so machen muss, doch das Angenehmste. Also es gibt Schlimmeres. Also zum Beispiel Bart putzen finde ich viel, viel schlimmer als jetzt Wäsche zu machen. Schreib mir mal, was du am liebsten machst und was du am unliebsten machst im Haushalt. Ja, Wäsche. Na, bist du So. fertig? Ja, ich habe das hier bekommen von der Schule.
Oh, hast du wieder einen erraten? Mhm. Das ist jetzt dieses Mal. Welcher Baum ist der höchste Baum der Welt? Das wusstest du, Johann. Ganz einfach, Mammutbaum. Boah, das ist richtig süß. Das ist ja so ein Abreißkalender und da stehen immer so Fragen drauf. Und das wird dann in der Schule gestellt, die Frage. Und derjenige, der das richtig beantwortet, der bekommt den Zettel. Und Johann hat schon, ist das der dritte? Das ist der dritte. Genau, der dritte ist das schon. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann, das bisschen Haushalt. Darf ich mithelfen? Willst du mithelfen, ja. Wäsche machen? Hm? Ja, gerne. Soll ich den Trockner sauber machen? Okay, mach den Trockner sauber, den brauche ich jetzt auch gleich hoch, Elisa, Vorsicht. Das sieht aber schlimm aus. Oh ja, das sieht ein bisschen schön voll aus. Das ist aber eine dicke Schicht. Schöne Wolle. In echt sind das ja die Fussel. Genau. Johann ist schon geübt, wie man sieht. Guck mal, da kommt das Wasser raus. Jetzt nicht kippen. Jetzt gehst du einmal dahin. Das ist das ganze Wasser, was immer aufdunstet. Hey, da war sogar eine Socke drin. Das ist ja voll witzig. Hose? Ja, da. Einfach drüber. Genau, das reicht schon. Ja. Schon gut. Gut, dann sind wir für die erste Fuhre schon mal durch. Nur für die erste? Oh Mann! Ja, der Rest muss auch noch gewaschen werden. Das kannst du aber auch schon mal in den Trockner tun. Dann haben wir das auch schon mal geschafft. Ja, da. Rein da. Hopp. Super. Hier, komm da. In diese Loch mehr. Elisa schnauft ja schon. Süße Maus, du. So, Haare kämmen mit zwei Haarbürsten. Oh, Elisa, Papi. Papi, Papi. Ja, schnell, Elisa, Papi, Papi. Elisa, komm, Papi. 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 Papi, immer absolut aufregend, wenn Papi nach Hause kommt. Jetzt bin ich aber gespannt, wie mein neuer Ehemann aussieht. Ich bin gar nicht Justus, sondern ich bin Brad. Der neue Mann von Lance. Entschuldigen Sie mal bitte. Komm mal her. Was? Komm mal, dreh dich mal. Du bist so schön hell geworden, ne? Ja, nicht nur auf dem Kopf. Gefällt's dir? Ja, ja, sieht sehr gut aus. Sie hatte mich auch gefragt, ob ich dieses Grau mit reinnehmen soll. Ich sag ja. Guck mal, dein Baby. Ja, genau. Ich habe Nudeln mit dabei. Warum? Wir haben doch schon gerade gegessen. Ja, aber die macht Joghurt. Ich weiß nicht, ob man einen Unterschied sieht jetzt in der Kamera, aber es ist echt hell. Guck mal. Doch. Also ich finde es richtig gut. Sieht so richtig fesch aus. Ja, ich war aber enttäuscht. Ich dachte, die holt jetzt irgendwie so ein Plakat raus und sagt hier, so soll ich aussehen. Aber hatte sie gar nicht. Du hattest nur ein Bild aus dem Internet. Ja, habe ich dir gezeigt. Und das hat sie sich dann eingeprägt und hat dann versucht, das nachzuempfinden. Und du hattest kein Mitspracherecht. Ja, offensichtlich habt ihr euch da irgendwie abgesprochen. Richtig. Sie hat mehrfach erwähnt, dass ich kein Mitspracherecht habe. Weil ich dachte, okay, meine Mami hat mir gesagt, ich bin ein erwachsener Mann. Ich darf aber auch was sagen. Clara ist wieder da, gerade abgeholt vom Kindergarten. Die Mann, große Schwester. Willst du mir was zeigen? Oh, ist das ein Pinguin, Clara? Und ein Schneemann. Ach, das ist ein blauer Schneemann. Mhm. Stimmt, mit einer Karottennase. Mhm. Sieht toll aus, ne, Elisa? Miam, miam. Miam, so, auf dem Jahrmarkt gibt es Eis, Elisa. Stimmt. Miam, miam. Überall gibt es Miam, miam. Miam, miam. Miam, miam. Miam, miam. Ja, erzähl mal, was siehst du da alles? Ja, was ist das denn für ein Rap? Weil manche haben mir gesagt, ich soll einfach mal die Batterien wechseln. Das lege wohl daran. Also das ist wohl nicht kaputt. Elisa ist auch. Wo will Elisa hin? Elisa! Elisa will irgendwas anderes mal machen. Komm, wir machen das mal kurz aus. Wo geht das aus? Da.
Ruhe. Sehr schön. Jetzt geht's wieder. Tanzen, Elisa, tanzen. Ja. Super. Wir haben jetzt in Partnerarbeit alle zusammen einmal das Wohnzimmer aufgeräumt. Dann geht's auch viel schneller. Hier musst du noch einmal kurz, Clara. Guck mal, da sind noch deine Schuhe. Elisa hat hier wieder ihren Rucksack ausgepackt. Der Rucksack kommt hier rein. Butterbrotdose in die Küche. Eingangsbereich sieht auch schon wieder besser aus. Beweisstück A, Beweisstück B. Zeig mir dein Füßchen, Elisa. Zeig mir dein Füßchen, Elisa. Das Füßchen will ich sehen, Elisa. Das, was du da versteckst. Genau das hier. Elisa liebt es ja, sich ihre Schuhe und Socken auszuziehen. Mal Schüchchen wieder anziehen. Nur Schüchchen. Elisa, guck mal, da kannst du trotzdem drauf drücken. Drück mal drauf. Ich freue mich schon drauf, wenn Sommer ist und wenn sie dann wirklich immer barfuß hier laufen kann. Auch im Garten. Hier, hier. Habe ich nicht mehr diese Probleme hier mit den Schuhen. Oh, ein dicker Brummer. Elisa mag ja gerne diese Soundbücher. Das ist jetzt so ein Gartenbuch. Wir haben letztens nämlich so eine Fuhre an neuen Büchern bekommen. Da haben wir uns richtig gefreut. Meine Kinder lieben ja Bücher. Ich habe auch ein neues Buch bekommen. Stimmt, du hast auch ein neues Buch bekommen. Mit Fingerabdruck drauf machen, aber nicht nur draufdrucken. Man kann auch damit welche Tiere und so machen. So ein Fingerabdruckbuch. Willst du mal zeigen? Kannst du auch mal zeigen, wenn du möchtest. So ist das Buch. Und das will ich auch gleich machen. Willst du wieder machen? Ja, kannst du machen. Kannst du dich wieder an den Esstisch setzen und nimm dir wieder ein Tuch für die Finger, wegen den Farben. Muss man immer abwischen. Ist alles gut, Clara? Kommst du nicht ran? Macht nichts. Dann nimm dir ein Taschentuch von hier unten aus der Schublade. Ich hatte noch so ein Soundbuch. Ach hier, so eins hier mit Eulen. Elisa mag ja Eulen gerne. Sie hat ja ihr Kinderzimmer auch voller Eulen. Das macht richtige Musik, also nicht nur Geräusche. Naja, auf jeden Fall mag sie Moment solche Bücher total gerne. Danke. Das, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, weiß man nicht. Wo sind die? Guck mal, da ist dein Raupe-Nimmersatt-Buch. Das mag sie auch total gerne. Das ist eines ihrer Lieblingsbücher, obwohl das ja so simpel ist. Ne? Ich finde das so toll, dass diese Geschichte... Nochmal! Da will sie gleich nochmal. Da setzt sie sich hier schon direkt auf meinen Schoß und will vorgelesen bekommen. Das machen wir im Moment wirklich ganz, ganz viel mit dem Vorlesen. Da ist das kleine Ei. Genau. Miam, miam. Miam, genau. So hungrig ist sie. Genauso wie Elisa. Erstmal ein Apfel. Zeig mal, Marie. Apfel am Montag. Am Dienstag zwei Birnen. Zeig mal, Mami. Zwei Birnen. Miam, miam. Genau. Am Freitag fünf Apfelsinen. Hast du es geschafft? Sehr gut, mit deinem kleinen Schemel. Vorbei. Hi. Vorbei. Mama. Nochmal. Kann ich heute Abend eine Nudelsuppe kochen oder essen wir einfach nur Brot? Also für heute Abend hat Papi was geholt. Weil Clara möchte unbedingt kochen. Sie kann nämlich schon ganz alleine die Nudelsuppe kochen. Das kannst du ja nächstes Mal zeigen, ja? Kann Mami das mal aufnehmen im Vlog? Also als erstes einen Topf raussuchen, dann Öl rein, Wasser, heißes Wasser muss da noch rein. Und wir müssen noch die Tomaten schneiden und noch Eier. Eier? Ich nehme immer lieber drei oder zwei. Okay. Und als allerletztes die Nudeln. Mhm. Und dann können wir sie essen. So Elisa, bist du durch mit dem Buch? Ja, bist du durch? Wo war ich noch nicht? Welche Seite kommt jetzt? Das hier muss ich machen. Spechte musst du malen. Und Vögel, die hier gerade rein möchten. Mhm. Hier oder da drin oder auf irgendwelche Äste. Mach mal einen Specht. Gut, mach mal einen Specht. Wie macht man den dann? Das weiß ich ja gar nicht. Ein paar Mal drauf. Das ist schon der Körper. Jetzt mache einen Zettel für meinen Geburtstag. Johann hat nämlich im Mai Geburtstag.
Dann müssen wir schon mal gucken, wie viele Kinder kommen. Weil er möchte gerne auswärts feiern. Im Indoor-Spielplatz, ne? Ja. Genau, müssen wir schon vorher buchen. Dann guck mal, wen du alles einladen möchtest. Ja. Mach mal deine Liste. Ja. Jetzt zeige ich mal, wie man einen richtigen Ach, guck mal, jetzt hast du ja schon fertig gemacht. Jetzt hat Mami das gar nicht aufgenommen, wie du das gemacht hast. Also den hat Clara komplett alleine gemacht. Also erstmal so und dann den kleinen Finger so und dann hier einfach so mit einem Stift malen. Genau, hat Clara so einen dünnen Edding. Kann ich mal zeigen, wie man einen Vogel macht? Ja, dann zeig mal. Warte, Mami kommt auf die Seite. Ein paar Mal drücken. So. Einfach nur einen Punkt. Warte. So, jetzt nimmt Mami das aber wirklich auf, wie du das malst. Schnabel und dann ein Auge. Und dann müssen wir... Wie sind meine? Ein Schwanz. Ach, süß. Schon ist der Vogel fertig. Meine Wäsche ist fertig. Beim Trockner benutze ich übrigens auch noch hier diese Trocknerbälle. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manche benutzen auch Tennisbälle. Die sind jetzt aus Schafswolle gemacht. Die kann ich auch einmal unten verlinken. Also die lockern die Wäsche dann auf und die Wäsche wird dann auch irgendwie weicher. Also der Trockner macht ja sowieso Wäsche weicher, aber die macht die eben auch noch so faltenfreier. Also gerade so Hemden von Justus kann ich dann auch mal mit in den Trockner schmeißen. Dann zumindest so einmal kurz zum Auflockern. Ein Eichhörnchen? Ja, okay, dann gib den mal die Nuss. Aber so ganz leise sein. Die sind immer ganz schnell schreckhaft. Oh, eine Schuhe, Clara. Einfach da hingelegt. Wir haben ja echt viele Eichhörnchen immer. Komm, Elisa, mach eine Tür zu. Ja, Clara hat da eine Nuss hingelegt für Eichhörnchen. Sieht man das Eichhörnchen? Das Eichhörnchen futtert das Paar heraus. Was? Ja, ein Eichhörnchen, wie süß. Ist das süß, Elisa, das Eichhörnchen? Okay. So, Mami, ich habe meine Liste fertig. Ja. Also, wir haben insgesamt 11 Kinder. Ja. Clara darf auch noch eine Freundin aussuchen, die mitkommt. Das machen wir immer so bei Geschwisterkindern. Johann darf auch jemanden mitbringen, wenn Clara Geburtstag hat. Das ist dann schöner für das kleine Geschwisterkind. Die ganzen bunten Vögel hast du gemacht, Clara. Wow. Und die bunten Spechte. Johann, wir machen jetzt zusammen die Mäuse und zusammen die Pilze. Wir werden dann unseren Tag noch ein bisschen weiter hier verleben. Aber dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Sag mal Tschüss, Clara. Erstmal Tschüss sagen, dann machen wir weiter. Tschüss. Tschüss.